Hallo meine Followers, ich bin Niklas und willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Ich bin gerade auf dem Weg zum Hauptbahnhof, wo ja heute die DKMS-Aktion stattfinden wird, über die ich auch schon ein Video gemacht habe, könnt ihr euch gerne anschauen. Und ja, ich bin total gespannt, wie das so laufen wird heute alles. Ich bin da als Helfer eingeteilt, ich melde mich dann einfach von dort nochmal. So, ich bin jetzt hier angekommen und der DKMS-Sonderzug zum World Black Cancer Day fährt gerade ein. Und hier werden wir dann heute hoffentlich ganz viele potenzielle Stammzellspender registrieren. Ich freue mich schon drauf. So Leute, wir haben jetzt gerade unsere T-Shirts bekommen und jetzt warten wir auf alle Leute, die sich registrieren lassen wollen, und dann kann es losgehen. So, da laufen die tollen Helfer und Helferinnen für den Tag, ohne die das heute hier alles gar nicht möglich wäre. Voll gut. Also Leute, so schaut es hier im Inneren aus von dem Ganzen. Und es ist total cool, weil man sich hier registrieren kann. Hier gibt es dann so ein Anmeldeformular und hier solche Sanduhren, dass man weiß, wie lange man die Stäbchen dann im Mund halten soll. Und dann ist das Ganze eigentlich auch schon vollbracht. So, da draußen sind jetzt gerade die ganzen Presseleute, die Fotos machen. Und wir sind hier und warten auf Spender. Und das Ganze läuft folgendermaßen ab. Erstmal liest man sich das Ganze durch. Hier. Das könnt ihr jetzt auch gerne mal machen. Genau. Ihr könnt auch gerne einen Screenshot machen davon. Und wenn man dann einverstanden ist und das auch passt logischerweise, dann kann man sich hier registrieren. Dann kriegt man Stäbchen, muss die dann eben in den Mund tun und dann, ja, kann man Spender sein. So Leute, jetzt kommt gerade Bernie von Bayern Basketball hier an, also Leute, die Prominenz kommt. So, da hinten kann man sich registrieren lassen und hier, wenn man in den nächsten Waggon geht, Entschuldigung, gibt's nämlich einen tollen Klavierspieler. Wisst ihr Leute, man darf niemals vergessen, dass das Thema Krankheit jeden von uns betrifft und dass es auch wirklich jeden von uns treffen kann. Und es ist einfach der leichteste Weg, hier zu helfen. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Dann noch ein bisschen Papierkram und das war's auch schon. Also ich hoffe wirklich, dass dieses Video den einen oder anderen dazu motiviert, wirklich zu helfen und etwas zu bewirken in dieser Welt. Und jetzt gehe ich wieder rein und registriere ein paar Leute. Oh, da stehen schon welche. Habt heute bei dem Sonderzug dabei zu sein, bei der Registrierung, dann könnt ihr das auch gerne online machen. Also online auf DKMS, unten in der Infobox ist das verlinkt. Und dann könnt ihr einfach dort euch kostenlos die Sachen, ja, zu euch schicken lassen, wieder zurückschicken und dann seid ihr auch Spender. Ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen und ich muss sagen, dass heute ein richtig schöner Tag war. Es haben sich einige Leute registriert, was mich richtig gefreut hat, und ich hoffe, dass es auch weiterhin in den nächsten Städten so laufen wird. Was mich heute total verwundert hat, dass das Ganze halt wirklich höchstens 5 Minuten gedauert hat. Also du kriegst ein Stäbchen, tust es dann 30 bis 60 Sekunden in die eine Seite, dann das zweite Stäbchen in die andere Seite, dann noch ein bisschen da und dann nach 3 Stäbchen, nachdem du noch einen Zettel ausgefüllt hast, bist du einfach schon Stammzellspender und kannst einem Menschen das Leben retten. Vorhin im Zug habe ich euch ja auch die Bedingungen abgefilmt bzw. gezeigt. Und wenn ihr interessiert seid, dann schaut die euch doch an, stoppt das Video an der Stelle, also schaut nochmal zurück, oder macht eben, wie schon gesagt, einen Screenshot. Und dann seht ihr auch, welche zwei Varianten es gibt, nachdem man dann ein Match gefunden hat. Würde mich total freuen, wenn ihr euch auch registrieren würdet, auch im Nachhinein. Wie schon gesagt, geht das ja auch noch. Ja, und wenn nicht und ihr kein Leben retten wollt, auch gut.
In dem Sinne. Jetzt geht los. Denn nicht. Also.